Heute schauen wir mal ein bisschen hier, was wir noch finden können. Runter auf dann ein paar geheime Sachen. Oder man muss es besiegen. Man muss es halt wissen. Sehr schön, Filzi. Wir sehen hier ein bisschen Kisten gesammelt, ist schon inzwischen, aber die Beste, die man hier so findet, die sind noch relativ offen. Hier finden wir ja namenlosen Geist. Und was man hier auch noch findet, in der Ecke hier ist dann noch ein Buch. Nein, die linken uns jetzt nicht mit dir an. Ich leg mich jetzt nicht mit dir an, also lass mich in Ruhe. Außerdem hast du mich nicht im Fokus. Du hast mich nicht im Fokus. Hallo. Zum Thema, der hat mich nicht im Fokus. Der letzte Tag in Economio und es sind schon drei Gruppen gekommen. Wenn du experimentelle Aufzüge wieder haben willst, dann habe ich nichts zu sagen. Wenn du Fraktionen von Ebirus und Sangonomio davon überzeugen kannst, ihre Streitereien einzustellen, können wir das vielleicht noch besprechen. Einen Ort wie Economio, wo die Nacht voller hinterbliebener Schatten ist, voller Vergangenheit, Aufzeichnung, Geschichte und all das hat keinen Sinn und ist gefährlich. Diese Person scheint nicht zu wissen, dass sie auch nur ein hinterbliebener Schatten ist. Wir sind hier, um Laboruntersuchungen zu holen. Dann solltet ihr euch beeilen und gehen. Aber wie kann es sich der Durchschnittsbürger leisten, um diesen Ort zu gehen? Seid ihr die Barasch, die auf Patrouillen sind oder versucht, mir uns zum Schweigen zu bringen, um die Sache geheim zu halten? Nein, 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 ich bin nur, wir sind gekommen, um eine Bestandsaufnahme der Vorräte zu machen. Ist das eine Art Codewort, das ich verpasst habe, aber dass du schon hier bist, bringt es nicht mehr, dich aufzuhalten. Aha, aha. Mal, es ist der letzte Tag in Kamiya. Schauen wir, wie viele Leute für den Transport gebraucht werden. Bitte achtet aber darauf, dass ihr die Stele nicht aktiviert. Nachdem alle Biakuyaku verlassen haben, werden die Tiefdrachenecken hier freigelassen. Und sie sind so gezüchtet, dass sie auf bestimmte Elemente reagieren. Die Drachenechsen hier sind alle verstärkt und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verstärkung an ihre Nachkommen weitergeben. In einigen Jahren wird dieses Gebiet eine mächtige Kolonie von Drachenechsen beherbergen. Dann, wenn sie noch nicht eingeschlossen sind, bereite es mit Kopfschmerzen, das mich nervös macht. Was machst du da? Ich will die Experimente beobachten. Es kann sein, dass es einige merkwürdige Materialien gibt. Also musst du nicht mitnehmen. Mach doch keine Gedanken darüber. Du bist kein gewöhnlicher Mensch, auch wenn du
Ken Ibarashi bist, bist du doch eine Art Nagumiyo-Offizier. Richte den großen Jungs eine Nachricht von mir aus. Mishisha wird bis zum Mond, bevor er das Schlossgelände verlässt, im Sperrgebiet bleiben und darauf achten, dass niemand anderes in der Nähe erscheint. Du bist also Mishia, richtig? Aber es ist in der Zeit, ein neues Leben mit einem neuen Namen zu beginnen. Wenn man über dem Meer ist, aber die Sünden kann nicht so einfach weggeworfen werden wie der alte Name. Drei Farbenpakete, sprich. Okay. Wäre das vielleicht erstmal so? Ja, ich lasse es das mal. Wohl. Fertig. Den Rest kann ich nicht sagen. Okay, dann haben wir das also abgeschlossen. Das war jetzt irgendwie kurze Bestandsaufnahme. Aber wir haben ja noch ein andere Sachen. Und wir haben auch noch ein oder andere Markierung, wo jemand ist. So, unter anderem hier hinten. Beim Labyrinth. Beim Labyrinth. Das muss man so gesehen vorher noch ein bisschen immer drehen. Wenn man hier ist. Ein bisschen anpassen und alles, aber erstmal den NPC, der jetzt ja, den wir jetzt finden muss. Jetzt glaube ich im Labyrinth unten. Follow the wind. Wenn man so gesehen richtig gedreht hat, ist es eigentlich nicht schwer hier reinzukommen. Einmal die Säulen aktiviert und dann hier runter. Und hier erwartet einen sogar eine Truhe. Oh, seid ihr auch hier, um meine Meisterwerke zu probieren? Bist du der Koch von Economia? Mein Name ist Date. Ursprünglich der Daily, Sohn von Eurydates. Und ich bin ein Labyrinth-Künstler. Das Rätsel, das ihr gerade erlebt habt, ist mein Meisterwerk. Das, was du bist. Hey, wartet doch mal. Ich gehöre nicht zu den bockigen Kindern, die nur Bilder auf Mann, ich bin nicht nur ein Labyrinthkünstler, sondern auch der zweitbeste Architekt in der Geschichte des Königreichs. Byakuyaku. Wer ist die Nummer 1? Das muss Abirako no Mikoto sein. Wenn das nicht in Mikoshi die Nummer 2 ist, kann kein anderes Gebäude von sich behaupten, die Nummer 1 zu sein. Mich treffen zu können bedeutet, dass du mein erstes neues sensorisches Labyrinth durchquert hast. Willst du mein Labyrinth in heterodoxer Stil bestreiten, ist es ganz anders als das reine Wandellabyrinth. Das ist nicht nötig, genug probiert. Tu das nicht. Dieses Meisterwerk eines Labyrinths wurde mit Platz, Zeit und Geld gebaut. Es gibt einen ziemlichen Überschuss an Land unter der Erde, dass einige der Bewohner bereits auf der Insel Watasumi gezogen sind. Ihr habt mir die hydrologische Untersuchung des Byakuyaku ausgeliehen, um die maximale Ausnutzung des tragenden und des unterirdischen Raums zu untersuchen, um möglichst Probleme mit dem Versickern von Wasser zu vermeiden und um sogar Geomat berücksichtigen. Obwohl es mir leid tut, Emma, habe ich das Buch versehentlich in der Schatzkammer des Labyrinths vergessen. Wovon redest du da heimlich?
Ich lade dich mit Stolz ein, mich zu einer Bretmasse weg rauszufordern. Wie auch immer. Nimm zuerst die Schlüssel, benutze ihn, um das Rätsel zu lösen. Du bekommst außerdem eine von mir angefertigte Anerkennungsmedaille. Das ist gar nicht so toll. Mein Schatz ist auch dort versteckt. Erhalte zwei Anerkennungsmedaillen und du kannst die Schatzkammer öffnen. Nun, wir werden es ausprobieren, wenn wir mal Lust dazu haben. Gut, ich freue mich auf deine Meinung. Ah ja, ja, jetzt, dass du das erste Lärmgerät überwunden hast, solltest du deine erste Anerkennungsmedaille bekommen haben. Oh, wie ist deine Meinung? Wie soll Palmon es sagen? Nun ja, wie es ist. Es befehlt das Gefühl des Pfiff. Pfiff, was ist das für ein Gefühl? Okay, jetzt mal einen Schlüssel. Wir haben zwar einen Schlüssel, aber wir kommen hier nicht rein. Okay. Steinrei. Wir lassen uns hier nicht rein. Vor allem hier müsste ja dann noch das Ding sein. Wo müssen wir denn hin? Hier. Hier hätte ich auch irgendwie was markiert, dass da was ist. Das, was mir markiert ist, glaube ich, so ein Gitter. Und natürlich ist hier auch noch ein... Ja, zum Sammeln. Eine Truhe, was ich gerade so sehe. Hier müssen wir doch eigentlich nur Tag machen. Das sieht man, man findet immer wieder Truhen. Vor allem auch da drüben sind noch Truhen. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Das bedeutet, hier müsste noch was sein. Ich mal so. Hier ist definitiv ein Truhe und ist noch irgendwie was. Da sind die Vasen zum Zerstören. Ansonsten. Nö. War peinlich genug, dass du noch die Kiste. Ich hatte soweit alles, also oberflächlich zumindest. So kann man sich irren. Time to go. Ah, hier ist der Schlüssel, sehr schön. Hier sind ein paar Heli-Lorsche. Einer, hast du gesagt. Okay, mehr als einer. Ja, renn doch nicht weg. Wir wollen doch nur euren Loot.
Dann nehmt nur euren Loot. Als ich dieses Labyrinth mit einem Schloss versehen habe, kann ich mit der alte Mann nicht mehr mit meinem Schreiben belästigen. Ein Labyrinth ist ein Labyrinth und ein Irrgarten ist ein Irrgarten. Die Labyrinth kommt von Labrus. Also ein zweischneidiges Axt ist, also muss es natürlich symmetrisch sein. Während der ewigen Nacht machst du die Seiten dieses Labyrinths symmetrisch, dann ergibt sich der Weg von selbst. Es ist ziemlich konventionell, aber auch ein bisschen wie ein Vorreiter. Derjenige, der das Rätsel löst, wird das Labyrinth erschaffen. Was für ein romantischer Gedanke. Das ist die Art von Romantik, die andere sturer Mann wie Papa, der nur Rhetorik und Reime kennt, nicht verstehen würde. Okay. Allerdings symmetrisch. Und in der Nacht symmetrisch. Da fehlt hier noch ein Gitter oder eine Tür oder whatever. Wir können ja hier nichts aktivieren oder sehe ich das nicht. Während der Nacht, also nee, während des Tages. Ich bin verwirrt. Hat sich gar nichts. Hier ist kein Schalter, da ist kein Schalter. Hier ist ein Schalter. Hier ist ja auch hier ein Schalter. Time to go. Ich glaube, ich weiß, um was das geht. Das ist also jetzt in die Mitte gegangen, sehr. Was hast du mit B? Ja, okay, es ist. Okay. Jetzt den Schalter machen. Also im Bestfall ist es nur noch hier. Hier oder so. Funktioniert halt auch. Jetzt haben wir alles auf einer Ebene. Wollen wir das jetzt in die Mitte machen? Ach so, weil ich hier hatte ich ja den. Hatte ich ja den Schalter aktiviert. So. Aber jetzt ist es. Ja. Jetzt ist es gleich. Das wollte jetzt gleich sein.
drauf ist. Vielleicht haben wir auch drauf verkackt. Wir haben verkackt. Das ist nicht gleich. Aber wie kriegen wir das jetzt am besten? Eine muss definitiv dann. Also das ist, wir müssen die Gitter dann halt auch machen. Okay. Der hier muss in der Mitte bleiben. Der muss jetzt so außen hin. Okay, ich verstehe schon. Time to go. So gesehen überall eine Wand sein. So, hier ist dann die eine Wand. Dann bleibt der hier nämlich da, wo er sein soll. Kommt nur noch eine D2. Okay. Der kommt hier hin, der kommt da hin, das ist richtig. Dann kommt der hier hin. Jetzt müssen wir noch die Mitte. Ein Rätsel. Wenn wir jetzt die Nacht machen, ist überall eine Wand. Ich hab's genau falsch rum gemacht, kann das sein? Time to go. Jetzt. Hier ist blau, da ist blau. Müssen ja hier eigentlich nur zwei. Hier ist etwas verwirrt. Auf jeden Fall. Die Mitte geht ja mit. Soll ja eigentlich nicht mit. Wird schon schief gehen. Rüber.
Wenn wir jetzt nicht auf jeder Seite eine Wand haben, weiß ich auch nicht. Trotzdem nicht. Geht hier wieder was. Dann wär's ja doch fast richtig. Oder nicht? Wir das dann noch in die Mitte hier machen. Tja. Ich behaupte mal, dass das hat nur dann trotzdem noch nicht hin. Time to go. Jetzt die aufhalten, nicht aufhalten sollen. Einfach mal in die Mitte gemacht. Mal Kontrolle, bevor ich hier was Falsches mache. Und ich will das Ding halt aufschlagen. Ah, das war so richtig. Okay, hier ist dann zu. Und ob wir dann hier die Gitter haben, spielt wahrscheinlich niemand auf. Jetzt ist es eigentlich nur dafür gedacht, dass. Ja, dass die Wände sich halt da nicht mitbewegen. So im Grunde wie eine Film. A fateful offering. Das kann man ja die Notiz. Trotzdem hier irgendwo. Ah. Das ist ja nichts. Hier darf man also dann den noch mal ein bisschen suchen. Wo das komische Ding dann ist. Wir sind nicht hier. Wir sind ja auch irgendwo oben rein und dann hier drin gelandet, aber hier der Ausgang. Time to go. Hier. Irgendwo hier muss ja noch was sein. Lassen wir jetzt. Lohnung müssen wir uns jetzt noch holen. Bist du dort auch durch das Labyrinth gekommen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast dir meine Anerkennung verdient. Oh. Gibt es eine Bewertung? Bewertung nun fühlt sich das nicht sehr stupid.
subtil und sehr beeindruckend an. Ja, was soll das denn heißen? Nachdem du nun zwei Energiebedingungen eingesammelt hast, sollte der Durchgang zum Kammer offen sein. Anerkennungsmedaillen ein und ihr seid in der Schatzkammer. Hier. Okay. Geht doch. Aber auch hier. A fateful offer. Oh. Also hier muss irgendwo noch ein Siegel sein, aber ich sehe es nicht. Ja. The wind knows me. Das haben wir dafür. Kannst du einfach das andere auch rübersehen? Das war Dates Labyrinth. Damit ist er zumindest fertig. Hat er denn noch was? Das Labyrinth ist ein Mittel zum Zweck, ein Ziel. Wie Aberaku möchte ich das tun und allen Menschen zu helfen. Okay.